Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich jetzt da weiter absuche. Und irgendwie muss man ja die beiden Items da auch noch kriegen. Da hinter dem Baum wahrscheinlich, ne? Hoch, oder? Oder erstmal hier oben gucken gehe. Aber hier sind wahrscheinlich wieder. Okay, hier schläft er, ne? Uiuiuiui. Okay, das war doch auch wieder so einer, der einen auf den Kopf springen kann, ne? Übler Bastard. Der hat hier schon viele getötet. Ich höre hier ein Feuer brennen. Was? Da unten ist wieder so ein Riese. Oder was das auch immer sein soll. Der ist jedenfalls ziemlich groß. So. Ist hier wieder ein Ofen? Ja, hier ist ein Ofen. Nummer 2. Da geht die nächste Flamme an. Ich sehe aber leider hier auf der rechten Seite vorne keinen so eine Art Riesenkelch. Nur noch den einen da. Kann das sein, dass wir vielleicht doch nur drei finden müssen? Aber ich möchte gar nicht da irgendwie da weitergehen. Ach, hier geht auch noch nicht. Nee, davon da kam ich gerade, ne? Na, hier mit dem Riesen. Vielleicht könnte ich den. Na, jetzt ist er schon wieder aus, aber vielleicht könnte ich den ja. Ach, ich habe meinen Bogen ja wieder abgelegt. Muss man immer dann denken, weil ich dann keine. Weil ich dann über 70% bin mit schwer. So, könnte ich den. Der rennt weg. Der hat auch so ein übelstes Geweih auf dem Kopf. Den will ich jetzt nicht im Nahkampf machen müssen. Ah, jetzt sind die ersten. What? Aua, aua, aua. Was macht der? Könnte ich nicht hier auf die Steine rauf? Nee, ne? Aber ich treffe den ja hin und wieder. Schmeißt er es wieder mit seinem. Weggehen? Ah, der macht irgend so einen Kackzauber. Ah, jetzt macht das bestimmt noch mal. Ja, beruhig dich. Hast es ja bald geschafft. Ach, immer nur, ich hätte gern das zwei Pfeile. Macht er jetzt wieder? Nee. Komisches Ding. Hat er mich gerade gesehen gehabt, ne?
Scheiße. Ich glaube nur ein Pfeil, dann ist er erledigt. Boah, es ist zu niedrig. Ja. 1600 Seelen gibt es dafür. Wow. So, den brauchen wir schon mal nicht mehr machen. Können wir jetzt hier auch runter? Oder ist hier noch... Oh, da ist noch einer. Ob der hier hochkommt? Warte mal, wenn wir den von hier so... Ich habe ja noch den Bogen ausgerüstet. Der kommt hier hoch, ne? Okay, okay, okay. Dann gehen wir hier hoch. Der kommt da nicht durch. Okay, so habe ich es gern. Schön stehen bleiben. Im Kopf kriegt er am meisten Schaden. Schönes Auge. Hast das Gleiche geschafft, mein Großer. Ja, fein. So, siehst du. Tat er nur ein bisschen weh. Naja. Geht doch. Aber droppen tun die gar nichts, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie sie auf meinem Feuerschwert reagieren, aber ich wollte es jetzt nicht ausprobieren. Hier ist aber wieder ganz schön giftig. Gehen wir da mal schnell. Naja, jetzt sind wir eh vergiftet. Habe ich nicht von oben? Ach, da liegt das Item. Das habe ich von oben gesehen. Kleine Titanitscherbe. Okay, jetzt sind wir hier wieder an Mauer. Da liegt auch noch was. Ja, den Bogen sollte ich mal jetzt wegmachen, damit wir hier ein bisschen schneller uns bewegen. Eine Rüstung. Helm eines namenlosen Ritters. Ja, eine Ritterrüstung. Ich glaube, die bringt uns auch nichts. Ich muss schon wieder den nächsten Trank trinken. So, da liegt noch ein Item. Ich frage mich gerade, da ganz hinten habe ich auch noch eins gesehen. Da ist, glaube ich, auch noch so ein Riese. Ja, die Würmer, die können mich mal. Warte mal. Da ist auch noch so ein Riese. Da seht ihr. Hier sind auch noch diese Schleimis. Aua. Du Lümmel. Wir haben bloß noch zwei Heiltränke. Da ist noch so ein Riese. Und da ist ein Frosch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Am besten von hinten rum. Nee, nee, nee. Da macht er auch sowas. Uiuiuiui. Hör auf zu dampfen. Komm. Also die Frösche, die sind echt eklig. Ich gehe mal hier weiter. Ich sehe zwar schon wieder kommen, dass wir gleich hier irgendwo sterben. Das Gebiet ist so unübersichtlich, also man kann sich hier gar nicht richtig merken, wo man schon war. So, da geht auch eine Treppe nach oben. Ich denke mal, ne, hier sind die Items, die ich meinte.
Da hinter dem Baum kann ich doch nicht lang. Also muss ich hier lang. Oh, da ist ein Frosch. Gott sei Dank, der war... Oh nein! Okay. Einmal... Weg, weg! Da waren doch noch mehr Frösche, ne? Ich musste die Fluchdings wieder ein bisschen runterkriegen. Ja, und jetzt können wir auch schon den letzten Trank trinken. Wo war noch mal der Riese? Da. Okay. Wir bleiben aber hier am Rand. Hier so. Wenn ich Glück habe, kann ich noch zweimal zaubern. Ja. Jetzt ist mit Zaubern auch vorbei. Reparaturpulver. Oh, hier ist eine Höhle. Was haben wir denn hier Schönes? Goldene Schriftrolle. Yay. Das heißt, und hier ist auch noch eine Truhe. Aber man sieht keine Kette. Was schreibt denn der Typ hier? Scheint vertraut, okay. Okay, er hat recht gehabt. Gewand, Handschuhe und ein Rock, okay, ist für Frauen. Die hat schon jemand geöffnet. Bisschen randalieren hier in der Höhle. Ah, ist doch schon mal was. Da haben wir jetzt für den Zauberer, dann können wir neue Zauber bekommen. Normalerweise sollte ich jetzt einen Heimkehrknochen benutzen. Weil ich frage mich auch, wie man zu die Items da hinten kommt. Habe ich bis jetzt noch keinen Weg gefunden. So, da ist der eine Riese. Da. Genau. Wir müssen noch ein Feuer finden. Oh, oh, hoffentlich kommt der Riese nicht zu uns. Hier ist das Tor. Sind tatsächlich nur noch eine Schale. Ah, man muss ja bloß gucken, wo hier noch ein Turm, ne? Brennt. Waren wir nicht hier schon auf der Brücke? Klar, da sind die Hunde. Da hinten war noch ein Item. Sind auf jeden Fall diese Schnecken. Okay, 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 okay. Okay, hier mal schnell raus. Oh, wir sind gleich tot, Leute. Ich glaube, ich nehme mal jetzt ausnahmsweise wieder eine Glut. Nur damit ich jetzt hier noch ein bisschen weitermachen kann. Was haben wir hier? Untoten Knochensplitter. Das heißt, wir können unsere Flakons auf plus 2 bringen. Sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage. Da hinten sehe ich auch noch ein Item. Wo ist der Riese? Ist da eine Leiter? Guck mal, da ist eine Leiter. Da würde ich doch gerne mal hochgehen.
Ich weiß, dass wir immer noch eine Flamme finden müssen. Hier gehe ich doch erstmal hoch. Wo kommen wir da hin? Wahrscheinlich nicht zum... Aha. Oh. Hier ist ein Leuchtfeuer. Und da liegt ein Wolf. Ist der tot? Ja, eigentlich könnte ich mich jetzt mal hinlegen, ne? Da, wo die Frösche waren, da müssen wir eh nicht mehr lang. Kann ich mit dem reden? Zu alten Wolf von... Ach, beten kann man hier. Hey, Wolf! Etikette der Legion haben wir bekommen. Bitte darum, den Eid leisten zu dürfen. Ach so. Moment mal. Ach, naja, wir machen es einfach mal. Pharaons Wachhund. Du hast den Beweis des Eids erhalten. Alles klar. Darbieten. Wolfsblut-Grasklinge im Inventar nicht vorhanden. Okay, sowas haben wir noch nicht gefunden. Aber ich müsste doch jetzt eigentlich... ich habe ja immer noch diesen anderen Eid drin. Den müsste man dann reinlegen, ne? Machen wir mal. Vielleicht ist das wie das Gebiet hier. Was stand da? Schwört den Eid. Ach so, mehr steht da nicht da. Okay. Lassen wir mal drinne. Hey, Wolfi. Ziemlich groß. Man könnte jetzt hier auch lesen, was die geschrieben haben. Und hier ist ein Fahrstuhl. Ist das jetzt vielleicht dann... Oh, da ist noch ein Item. Wie komme ich da ran? Oh, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Wie komme ich da denn ran? Moment, hier ging es ja draußen noch weiter, ne? Aber jetzt haben wir wieder Leben. Super, super Leben. Und hier eine Treppe hoch. Echse voraus. Was, Echse? Ach, so eine Echse. Okay. Funkelt die denn nicht? Sehr schön. Die Frage ist jetzt immer noch... Ach, hier können wir auch noch das Gebiet so ein bisschen ableuchten. Da unten ist zum Beispiel noch eine Brücke. Und da höre ich einen Ofen. Da müssen wir hin. Okay, mehr... Wie kommt man an das Item? Ah, indem ich mit dem Fahrstuhl fahre, ne? Okay, aber ich würde gerne... Na, ich bin zu neugierig. Ich muss jetzt erstmal mit dem Fahrstuhl einmal hochfahren. Oder runter. Wir werden es sehen, aber ich glaube eher hoch, ne? Weil das Item ist ja eigentlich mehr oben. Ja, hoch. Mal spannend, was uns hier um... Oh, wie hoch geht das noch? Alter Schwede. Guckt euch mal diese Aussicht an. Und da geht's noch höher. Boah. Wahnsinn. Könnte man eventuell hier mit Anlauf rüberspringen? Ich weiß, ist nicht so gedacht, glaube ich. Guckt euch mal die Mauer an. Die hat doch das ganze Gebiet eingekesselt hier, dieses Sumpfdings. Ach, ich weiß, wo wir sind. Guckt mal, da drüben ist nämlich die Brücke durchgebrochen, wo der Drache liegt. Also haben wir da hinten irgendwo angefangen. Wo wir dann da, oder hier unten. Dann haben wir doch da hochgeguckt.
Ah, ist schon erstaunlich, wie alles sich so zusammengepuzzelt ist, ne? Gehen wir hier hoch. Waren hier Gegner? Oh. Da ist ein Gegner. Das ist doch wieder so einen ähnlichen hatten wir schon, der hat aber gebrannt, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass der Eis macht. Der mich sieht, wenn ich jetzt da vorne liegen auch Haufen Items. Ich will nur mal hier hinten gucken. Ich will dich nicht angreifen. Lass mich. Hier sieht es ja so aus, als ob man hier runter sollte. Ah, noch da und dann noch da. Okay, das können wir gleich machen, falls der angerannt kommt. Würde ich natürlich jetzt auch gerne. Atmet er noch? Nee. Okay, hier kommt man nicht lang. Ja, um den müssen wir uns definitiv auch noch kümmern. Ich würde aber gerne erstmal unten da das Feuer da das letzte ausmachen. So. Gelobt sei die Sonne. Ja. Wo haben wir sie? Man sieht sie gar nicht richtig. Jetzt könnte man hier. Was hätten das sonst für einen Sinn? Gut, jetzt könnte man hier auch wieder rauf. Aber ich glaube, wenn ich da einmal jetzt rauf gehe, komm, wir machen es einfach mal. Ich bin so neugierig. Ich kann ja mit einem Heimatknochen. Oder ich sterbe jetzt hier, weil die Steine einbrechen. Nee. Ach, hier kommt man auf das Stück. Aha. Oh, da ist eine Echse. Nein, nein, nein. Oh, und hier liegt ein Drache. Große Nietzsche. Oh, da ist noch einer. Gerade noch so gekriegt. Große Nietzsche-Scherbe. Jawohl. Die brauchen wir ja für unser Schwert. Drachenwappenschild. Ah, ich meine, wir haben ja schon 100%. Da oben ist noch eine Echse. Seht ihr das? Aber da steht auch noch so ein Typi da oben. Hier ist auch noch ein Item. Blitzspeer. Das ist, glaube ich, ein Wunder. Und mit dir kann man hier nicht irgendwie agieren. Du bist wirklich tot, ja? Okay. Du bist tot. Das ist der Drache, ja. Da oben sind sie, genau. Da waren wir. Interessant, interessant. So, jetzt gucken wir hier oben nochmal. Dann müssen wir wahrscheinlich, vielleicht kommen wir auch wieder zurück. Mal sehen. Schwerer Edelstein, okay. Ist, was sie sagt. Der hat ein Schwert, also der hätte mich, ne? Und der hier auch. Das ist der einzigste, der es geschafft hat bis hierher. Aber der lebt nicht mehr. Schade. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den Gegner da drüben. Ihr kennt mich, ne? Ah, da rennt auch noch ein Spargeltarzan rum. Der hier lebt aber nicht mehr, ne? Der aber noch. Ganz ruhig, mein Junge. Ja, gib mal dein Speer her. Was willst du damit? So, hier ist aber nichts mehr. Nee. Okay, da oben ist noch einer.
Von da oben, ne? Halt die Klappe! Alter! Wer war das? Oh! Ach, er steht jetzt auch auf! Guck mal hier! Mich gerade schon gefragt, wo, wer schießt mir denn jetzt hier in den Rücken? Du brauchst gar nicht abhauen, mein Freund. Kann auch blocken. Ei, 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 ei. Das gibt's aber nicht hier. Ja, hätte der mich vorher gesehen, dann wären die ganzen, die wir da unten auch getötet haben, die wären dann auch aufgestanden. Und wären mir ans Leder. Also hier geht's eindeutig in den Tod. Ist das zu weit für den Bogen? Das könnte sein. Hier haben wir auch nichts. So. Ja, ich habe natürlich nicht ausgerüstet, aber wir gucken mal. Vielleicht mit die Großpfeile. Ah, wartet mal. Die können wir auch noch reinlegen. Haben wir die schon? Hier. So. Großpfeile. Der kommt bestimmt her, wenn ich ihn getroffen habe. Ah, es ist... Nee. So weit fliegen die nicht. Schade. Guckt euch mal das Riesenteil an, was der in der Hand hat. Ich nehme den erstmal raus. So, ja, hier ist ja jetzt sonst nichts. Ich könnte hier jetzt wieder hier runter. Kann ich das? Und dann da runter. Genau. Und dann bin ich wieder hier. Okay, brauche ich doch keinen Heimkehrknochen. Ich glaube, den müssten wir von hier aus müsste ich den, glaube ich, treffen. Jetzt ist die Frage, kommt der hier runter? Da könnte ich aber schnell in den Eingang da rein. Ich muss das nochmal probieren. Ja, ich weiß, ich bin nicht der übelste Held jetzt, der jetzt da hinrennt und einfach, oh, komm her, du Sau. So. Immer noch nicht? Komm, jetzt hätte man ihn treffen müssen. Was haben die so eingestellt, dass man den nicht... Dann guck mal, ich hätte ja jetzt auf jeden Fall treffen müssen. Der hier jetzt. Ja, der hätte auf jeden Fall treffen müssen. Zauber vielleicht. Ein Stück näher. Ich kann ja wieder zurückrennen. Es sei denn, er ist sau schnell, ne? Ich schleiche mich mal ran. Ich kann ihn noch nicht. Ist der freundlich gesonnen? Der sieht mir nicht freundlich aus. Ne, 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 ne. Alter! Lass den mal los. Lalalala. Okay. Komm doch. Alter. Boah, guckt euch mal an, was das...
an Schaden macht. Scheiße, immer in dem Moment, wo ich schießen will, da... Oh, jetzt. Ja, das... Aha. Oh, oh. Oh, oh. Nee, da treffe ich nicht. Aber ist da was? Ja. So, jetzt. So, mein Freund. Nein. So, wir haben ihn also mit Zauber gemacht und ne, ich habe ihn auch noch eine... Da haben wir in dem Part doch noch einen Boss erledigt. Wunderbar, war auch mal eine kleine Abwechslung gegenüber des Gifter unten. Ja, und jetzt kriegen wir auch noch unsere Belohnung. Glut. Großaxt. Ja, ist ja nichts für mich. Und nochmal Glut. So, und hier ist definitiv zu Ende. Ich denke mal, das war jetzt ein optionaler Boss. Also ich denke mal nicht, dass man den... unbedingt, um das Spiel durchzuspielen, töten muss. Aber ihr wisst ja, wir kriegen ja für jede Seele, bietet er der eine uns ja Waffen an. Und man kann die Seelen natürlich auch, die Boss-Seelen natürlich auch ploppen, dass wir da viele Seelen für kriegen. Falls wir für die Seele nichts brauchen von dem. So, der Fahrstuhl ist ja oben. Was wollte ich denn jetzt nochmal? Ach so. Ja, das eine Item jetzt hier. Bei dem Wolf. Das habe ich jetzt immer noch nicht. Moment, das war doch der Fahrstuhl, war hier. Und das Item war ungefähr hier, ne? Das ist mir jetzt ein Rätsel. Wir sind doch hier jetzt überall lang gerannt. Wir waren hier. Und weiter hier runter konnte man doch gar nicht. Nee. Oder? Nee. Also wo bitteschön? Wir fahren nochmal runter. Oder muss ich hier wieder irgendwo vom Fahrstuhl abspringen? Ich achte mal jetzt bei der Wand drauf. Nee. Ja, geradezu. Das ist natürlich wieder ein Rätsel. Wir können uns jetzt mal hier hinsetzen. Ich muss eh einen Schnitt machen. Ich glaube, ich werde mal... Wir müssen dann sowieso erstmal zu... ihr wisst schon, nach Hause. Zum Nexus, sozusagen. Und ich schaue mich mal hier um, wie man... Moment, oder gibt es hier etwa... was sieht hier komisch aus? Nein. Nein. Wenn es hier nämlich wieder so eine Wand gibt, die vielleicht verschwindet und dann... Denn wie soll man sonst da hochkommen? Aber muss auch nicht sein, dass alle Wände... man könnte die auch nur an... Es gab ja zwei verschiedene Sorten Wände. Einmal nur durch Anklicken mit X. Aber haben wir hier nicht, ne? Nee. Okay, man könnte natürlich noch mal versuchen, das gibt's doch gar nicht, das muss auf der Seite sein, wenn ich mit dem Fahrstuhl hochfahre. Moment, ich steige ja dann zur anderen, Moment, ich guck noch mal was, wir bleiben jetzt hier so stehen.
Oh, hier gibt es auf jeden Fall nichts zum Rausspringen. Nein, nein. Auf der Seite. Ha! Doch die andere Seite. Moment, da muss da irgendwas geben. Auf der anderen Seite. Hier muss irgendwas sein, wo wir runterspringen können. Ist aber nichts. Der Fahrstuhl ungefähr da. Ich sehe auch hier nichts. Nee, seht ihr da? Da hinten. Da hinten ist höchstens. Ah, das ist ja zu weit weg. Das Fenster ist ja hier viel weiter vorne. Aber da hinten kann man auch noch. Unter der Säule. Ja, ich weiß, ich bin schon wieder sau viel überfällig, aber da unten könnte man noch hin. Aber auf diese... Hier kann ich doch gar nicht hoch, ne? Nee. Auf die Plattform. Na gut, ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Schnitt. Ich suche hier noch ein bisschen rum hier oben. Vielleicht finde ich ja hier noch einen Weg. Wir werden sehen. Na gut, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Souls 3. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.